Um eine Umfrage mit Google zu machen, muss man sich bei Google erstmal anmelden. Also man braucht einen Google-Account. Und jetzt gehe ich in Google Drive, hier bei diesen Dreiecken auf Google Drive. Kann bei neuen Ordner machen. Oder ich habe schon einen Ordner. Mein Zeug ist hier. Und jetzt eine Umfrage ist Google. Das heißt Google Formulare. Damit baut man Umfragen. Ja, und das bekommt. Das Ding heißt Test. Und hat als Optionen. Ja, also hier ist die Frage. Und dann gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten. Ja, Antwort 1 und so weiter und so weiter. Und genau, die nächste Frage kann ich mit Plus hinzufügen oder was ich auch ganz gern mag, mit kopieren. Weil wenn ich hier schon, ich stimme voll zu, stimme gar nicht zu, wenn ich das schon so mühselig gemacht habe, dann mache ich hier eine Kopie und dann habe ich die gleiche Frage nochmal. Sehr schön ist natürlich auch zumindest am Schluss die Möglichkeit hier mit Absatz zu antworten. Können die Schüler irgendwas oder lineare Skala. Viele, viele Möglichkeiten. Am Schluss müssen die Schüler noch wissen, wie sie es machen. Ich gehe auf Senden. Entweder Mail oder Link. Ja, hier Link. Ich klicke auf URL verkürzen. Ist schöner und kopieren. Jeder, der den Link hat, kann die Umfrage ausfüllen. Auch mehrfach. Das eignet sich nicht für ganz wichtige Sachen. Das ist mehr so ein Meinungsbild. Bei Einstellungen lässt sich noch einiges ändern. Die E-Mail-Adresse lasse ich nie erfassen und ja, ich könnte das jetzt hier mit Anmeldung machen. Ja, also wenn, aber da ist eigentlich mir es besser. Und nach dem Senden hier. Die Schüler dürfen vielleicht das sehen, was sie angeklickt haben. Das ist ganz witzig. Und fertig. Ah, ich kann genau anschauen. Da habe ich jetzt, ich habe hier schon eine Umfrage. Wo ist die? Genau, wo ist die? Hier ist die. Da ist die Umfrage. Ja, genau. Also die ist schon fertig, die Schüler haben ausgefüllt. Und dann klicke ich auf Antworten. Und dann bekomme ich ein Feedback. Ja, die Methode hat mir geholfen. Stimme voll zu, stimme eher zu und nur wenige stimmen nicht so zu. Das ist ein schönes Feedback für mich. Ich kann hier auf Kopieren klicken und kann das irgendwo reinkopieren. Oder ich kann mir diese ganzen Sachen als hier als Tabelle, ja, eine Tabelle erstellen lassen und diese Tabelle mit sämtlichen Antworten nachher noch bearbeiten. Hier stimme eher zu. Ich kann, jetzt bin ich in Google, ja, kann diese Datei, ist eine Google-Tabelle, eine Online-Tabelle, Datei exportieren, hier herunterladen als Excel, OpenOffice und so weiter. Und dann habe ich ja, die ganzen Daten zum Weiterverarbeiten. Das habe ich hier schon mal gemacht. Jetzt so ein bisschen für Profis. Das war eine Tabelle für eine Umfrage bei Erasmus. Ich habe hier zum Beispiel Gender. Jetzt möchte ich wissen, also die haben angegeben, ob sie Female oder Male sind. Genau. Wenn mich nur die Damen interessieren, gehe ich auf Daten sortieren und dann kann ich hier nach Damen oder Alt oder ah, genau, Nationality mache ich jetzt mal. Ich sortiere nach Nationality. Das ist hier oben, dann kommt mit B natürlich die Belgier zuerst. Und jetzt könnte ich die Belgier nehmen, kopieren, habe ich da unten schon gemacht, gehe rüber, einfügen und dann kann ich mir anschauen, wie haben die Belgier abgestimmt. Weil jetzt könnte ich hier nochmal Daten sortieren. Ich habe nur die Belgier und Spalte E sortiere ich jetzt. Und dann habe ich dann Spalte, was war E? E, ups, weiß ich nicht mehr. Genau, nach der Spalte kann ich jetzt hier dann Prozente wieder auf rausfüllen. Genau, hier habe ich die Auswertung. Das war ziemlich viel Arbeit, aber jetzt weiß ich, wie die Finnen, bei welcher Frage, ja, wie die abgestimmt haben. Disagree oder agree. Das war alles.